Still ist es mitten in der Nacht an der Fulda, wenn Felix Richter mit seinem Kanu anlegt. Der Kasseler Kanusportler vom PSV Grün-Weiß steckt als deutscher Meister mitten in den Vorbereitungen auf die Marathon-WM in Singapur. Als wäre es das Normalste auf der Welt, trainiert er ab 2 Uhr nachts mit seinem Trainer Jörn Perlwitz auf der Fulda. Die Zeitverschiebung zwingt den jungen Sportler zu dieser ungewöhnlichen Trainingszeit. Die Boote sind mit Fahrradlampen und LEDs bestückt. Und dennoch, wenn Felix Richter und sein Trainer lospaddeln, sind sie nach wenigen Metern im Dunkel der Nacht verschwunden.